Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ja, die letzte Zeit war relativ stressig für mich. Schönen Dank geht an euch da draußen, denn ihr habt da nämlich gerade einmal sehr fleißig bei mir die Gummiköder gekauft und es kam immer wieder die Frage auf, du sag mal, fischst du eigentlich die Haken mit Widerhaken oder ohne? Weil ohne Widerhaken, da verliert man ja die Fische. Und wie viele jetzt gerade, die meine Box gekauft haben, gesehen haben, ich fische die Köder, ich muss mal, halt mal die Hand davor, ohne Widerhaken. Das heißt, ich lege euch speziell in die Box immer 5 Haken rein. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel, in dem Fall habe ich jetzt hier einmal die Mixbox dabei und da lege ich nämlich 5 fertig geklebte Tungstenhaken dazu, einmal in der Größe 4. Das ist der hier, das sind keine günstigen, das sind nämlich knappe Qualitätshaken und einmal dann die 6er, die ich auch selber fische, die bestelle ich ganz normal in Fernost und die sind alle ohne Widerhaken. Und ich will heute einmal so ein bisschen ja, dem Gerücht oder dem Mythos so ein bisschen auf die Schliche fühlen, weil es ist kein Widerhaken dran, also verliert man die Fische. Und ich finde, gerade der Haken ohne Widerhaken, der hat nämlich so ein paar Vorteile, die wirklich mit dem Widerhaken ja, einhergehen. Und ich will mir heute einmal so ein bisschen erklären, welches denn genau sind. Wie immer, wenn ihr weitere Fragen habt oder weitere Anregungen, lasst mir das doch gerne als Kommentar da. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir ein kostenloses Abo da, kommentieren und Like. Und ich wünsche euch viel Spaß bei der Erklärung. Ja, für die Leute da draußen, die fleißig jetzt die letzte Zeit meine Videos verfolgt haben, ihr wisst ja, der Köder hier, mein 70 mm, der dicke, in weiß-orange. Also der hat mich wirklich jetzt über den Winter, ja, ich habe mir letzte Zeit, oder im Herbst habe ich mir gedacht, welche Farben kannst du denn noch mal so ein bisschen kreieren? Und habe so ein bisschen geschaut und habe eine Farbe gesehen, ja, die so ein bisschen da immer sehr, sehr herausgestochen hat und die auch schwer zu bekommen war. Und da habe ich gedacht, probierst es mal einfach, weil Orange finde ich eine Farbe, die gehört grundsätzlich immer, egal ob Powerbait oder Spoon oder halt Gummiköder, gehört definitiv in das Repertoire des Anglers, weil Orange spricht die Fische sehr gut an. Und da habe ich dann Weiß-Orange kreiert und hat mir wirklich die letzte Zeit nochmal immer wieder Fische gerettet. Weiß-Chartreuse natürlich auch, so ein Go-To habe ich kennengelernt. Schöne Grüße gehen an Sergei. Der hat nämlich, ja, da habe ich bei dem gesehen, bei Toni Forelli an Teich 3, hat diese Farbe wirklich herausgestochen. Ja, und bei vielen Anglern auch weiterhin. Also Weiß-Chartreuse ist auch ein Bombending. Ist natürlich auch bei der Box hier mit bei. Zum Glück habe ich die nicht eingelegt, schon die Köder, aber ja, ich habe sie jetzt trocken mitgenommen, einfach so ein bisschen zur, ja, zur Veranschaulichung. Und wie ich ja schon erklärt hatte, packe ich ja in die Box rein 2 verschiedene Haken und beide ohne Widerhaken. Also hier habe ich zum Beispiel den 80 mm Köder ohne Widerhaken. Das ist ja der dicke. Und hier ist zum Beispiel auch jetzt eine neue Farbkreation, die ich so ein bisschen rausprobiert habe. Und da sieht man, ich halte das mal andersrum, sieht man besser genau der gleiche Haken. Also ich verwende für meine dicken Köder einen 4er Haken und für alle anderen Köder nehme ich den 6er Haken. Ich will einfach bei dem größeren Köder, es ist ein sehr voluminöser Köder und da ist es nämlich so, da will ich, ja, ich schaue so ein bisschen auch immer in den Raubfischbereich rein und gerade der Sebastian Hähnel, der nimmt gerade für seine größeren, ich glaube 12 oder 13 Zentimeter langen Gummifische, nimmt er da, ich weiß gar nicht, welche Größe das genau ist, aber nimmt immer schön großen Greifer und das finde ich gerade auch hier so, weil meistens sehr oft die Fische, die klappen den Fisch sozusagen, den Gummiköder so ein und ich teste das Ganze immer so ein bisschen, welcher Haken kann man da verwenden. Ihr nehmt den Gummiköder und haltet ihr mal so ein bisschen in der Hand. Also ihr drückt, ihr manscht darauf rum, ihr haut euch das natürlich nicht in die Hand rein, sondern einfach so ein bisschen in der Hand halten und merkt ihr, oh okay, ich merke den Haken. Natürlich merkt man die Tungstenperle, aber ja, der Haken ist nicht so störend. Das ist immer wichtig. So, und bei allen anderen Ködern verwende ich ja den 6er Haken. Und zum Beispiel ein Vorteil von den widerlosen Haken, also das heißt diese Barbless Haken, der Eintrittswinkel. Das heißt, wie kommt der Haken in den Gummiköder rein? Weil es ist natürlich so, die Gummiköder gehen nach einer Zeit kaputt.
Aber in der Regel sage ich auch immer den Kunden so, 4 bis 6 Fische kann man, Lachsforellen kann man damit fangen. Zum Beispiel Frank, der war jetzt in Dänemark und ich habe euch ja so ein Kurzvideo dafür auch erstellt. Der hat mit einem goldenen, hat er 10 Fische gefangen. Also mit dem dicken 70 mm hat er 10 Fische gefangen, bis der wirklich dann nachher abgebissen war. Ja, passiert, aber 10 Fische mit so einem Köder, mit demselben Köder, ist schon wirklich erstaunlich. Und wenn man die Köder aufzieht, das heißt, wenn man Widerhaken hat, das heißt, der Eintritts, ja sozusagen der Kanal, der Eintrittskanal im Prinzip in den Gummiköder rein, ist sehr klein. Und man kann denselben Kanal teilweise immer wieder verwenden. Und gerade wenn der Widerhaken drauf ist, das heißt, wenn der Fisch gebissen hat und er da natürlich rumgeruppelt hat, verzieht sich der Gummiköder. Das heißt, man zieht den Haken raus und vergrößert auch dadurch teilweise den Kanal. Das habe ich selber an den anderen Haken auch festgestellt. Und natürlich herrscht ja auch immer wieder das Gerücht, man verliert die Fische. Also ich habe wirklich in der letzten Zeit auch wirklich kuriose Sachen erlebt. Und da habt ihr zum Beispiel hier einen kleinen Einspieler. Oh, eine goldene. Komm her. Oh, nee, die will das nicht. Die will, ja, alles gut. Hoffentlich, ich krieg sie schon, ich musste nur... Ja. So. Da habe ich wieder losen Haken gefischt und bin unter die Route durchgelaufen. Habe nicht nur das einmal gehabt, sondern mehrmals. Wirklich solche kuriosen Sachen. Und ich habe den Fisch rausgekriegt und ich habe teilweise auch die Schnur schlaff gelassen. Ja, das Gerücht kommt so ein bisschen vom Fliegenfischen. Natürlich, bei der Fliegenroute ist es anders. Du hast diese Flugschnur, das heißt, die Schnur bringst ja die Fliege raus. Und die ist dann ein bisschen, ich habe mir das so ein bisschen angeschaut im Video, die ist dann immer wieder im Bogen drin. Das heißt, da kommt manchmal rein. Natürlich kann es passieren, dass die Fische euch aussteigen. Aber es passiert auch mit Haken, mit Widerhaken. Das heißt, wenn man zum Beispiel sehr viel Wind und alles hat, ja, und zum Beispiel bei der Szene hatte ich einen Haken drauf, da war ein Widerhaken drauf. So Leute, ich habe eine, ja, goldene gesehen, die hinterher kam. Eine goldene kam sie hinterher. Ah, weg. Na. Oder dem Fisch entgegenläuft, das habe ich ja selber auch zum Beispiel gemacht. So Leute, hab wieder eine. Mike, magst du mal den Kescher geben? Ich gehe da mal hier rüber. Ja, ein weg. Da. Zum Beispiel in der Szene habe ich halt den Fehler gemacht, das hat auch einer geschrieben. Ich bin dem Fisch entgegengelaufen, habe ich dann nachher überlegt, ah stimmt, hat er doch recht gehabt. Das ist, aber es war, was er nicht gesehen hatte, war ja das Hindernis im Wasser, die Stange in Teich 3, warum ich da entgegengelaufen bin. Weil der Fisch ist dann nach links gezogen, ich wollte hinterherlaufen sozusagen, dass ich wieder vernünftigen Winkel habe, dass meine Schnur nicht in die Stange reinkommt. Naja, passiert. Ich sage immer, diesmal hat der Fisch gewonnen. Ein weiterer Vorteil zum Beispiel von den Haken ohne Widerhaken ist zum Beispiel, man kann kleinere Tungstenperlen verwenden. Das heißt, hier in dem Fall habe ich jetzt eine Standardgröße gewählt, so 3,5 mm. Kann man auch natürlich kleiner wählen, aber ich bin ehrlich, ich habe keine vernünftigen gefunden, die bezahlbar sind und die ich zum Beispiel euch in eine Box packen kann. Es gibt natürlich auch, ich fische gerne Tungstenperlen bis 2 mm. Da kann man wirklich den Gummiköder wirklich in Zeitlupe fast an der Oberfläche führen oder auch einfach mal ohne Tungstenperle. Aber gerade zum Beispiel eine 2 mm Tungstenperle, da gibt es aus dem Fliegenbereich welche. Da kommt der Köder nämlich. Das heißt, wenn man den einfach aufs Wasser legt, der sinkt nicht runter. Weil der einfach so einen Eigenauftrieb hat, der zieht ja die Oberflächenspannung durch, bricht das Ganze nicht. Und machst du da zum Beispiel 2,5 mm drauf, sinkt er wirklich teilweise echt in Zeitlupe. Und das ist so zum Beispiel eine Sache, der Vorteil, man kann kleinere Tungstenperlen verwenden. Das heißt, man kann den Fisch etwas mehr Zeit geben. Das heißt, den Gummiköder sehr langsam fischen. Und man kann zum Beispiel, wenn sie sehr weit oben stehen, wirklich auch wirklich in der Wasseroberfläche in der Nähe fischen. Und von daher kann man natürlich auch andere Tungstenperlen verwenden. In eurem Fall, das heißt, wenn die Leute, die mir die Boxen gekauft haben, da mache ich gerade für die Anfänger, mache ich immer 3,5 mm rauf, weil
Natürlich, je schwerer die Perle, desto weiter, weiter unten führt sich der Köder. Aber ihr kommt auch weiter mit dem Köder raus. Bei dem hier ist es nicht so der Fall. Aber zum Beispiel bei den hier, bei den kleinen 50 mm, merkt man das extrem. Und ihr seht ja, also Jacke brauche ich nicht mehr anziehen. Das ist schon fast zu warm in der Weste. Also sitzt hier in der Sonne. Wir haben heute, ja, das ist jetzt 2 Uhr, über 20 Grad ist mittlerweile jetzt auf dem Samstag. Das Ganze ist so ein bisschen spontan entstanden. Und ja, jetzt wird es nämlich ein bisschen schwerer. Entweder stehen die Fische ganz weit oben oder sie gehen durch die warme Sonne runter. Und da ist dann zum Beispiel so eine 3,5 mm Tungstenperle echt super. So, ein weiterer Vorteil, den ich finde, die zum Beispiel die Gummiköder mit den widerlosen Haken haben, ist zum Beispiel, das heißt, wenn der Fisch den Köder im Maul hat, das heißt einfach der Widerstand, wie der Haken, und ich mache das jetzt nur ein bisschen mit dem Finger, zeige ich das mal, wie der Haken sozusagen ins Fischmaul eintreten kann. Natürlich vorne und oben und unten hat das so eine harte Platte. Ist einfach geringer, der Widerstand. Das heißt, das kann viel besser einführen ins Maul, sozusagen in das Fleisch des Fisches. Und dadurch, wenn man wirklich nicht die Spannung verliert. Oh, Leute. Jetzt hab ich. Habe ich ja auch schon gemacht, Spannung verloren, trotzdem Fisch behalten. Ist es einfacher, den Fisch zu haken und an meiner Meinung nach auch rauszukriegen. Natürlich kann man auch sagen, dass man auch vielleicht einige Fische verliert. Aber ich sage dann immer ganz bewusst, den Fisch, der auch mit dem Widerhaken, man sieht es ja auch immer wieder beim Spoon, wenn die Fische springen, das heißt, wenn die Spannung raus ist, verliert man den Fisch. Egal, ob da jetzt ein Widerhaken dran ist oder Widerhaken nicht. Das gerade bei den Spoons ist es ja so, bei den japanischen Spoons, die Spoons sind ja konzipiert für das Angeln auf teilweise 200, 300 Gramm Forellen. Und was die Japaner ja betreiben, ist ja Catch and Release. Das heißt, die nehmen nicht wie wir in Deutschland den Fisch verwerten mit und verwerten, machen sie natürlich auch. Aber sie machen das Forellenangeln meistens eher zum Catch and Release Angeln. Das heißt, Veranstaltungen, was jetzt auch gerade viel in Holland gemacht wird, die haben ja auch sehr oft Catch-and-Release-Angeln, nicht alle, aber einige haben ja Catch-and-Release-Angeln. Und dadurch ist es natürlich einfacher, mit einem Haken, der keinen Widerhaken hat, den wirklich leichter aus dem Fisch mal rauszuziehen. Meistens ist es ja auch so, wenn ich den Fisch im Kescher habe, fällt der Gummiköder sofort gleich raus. Spannung ist raus, der Köder hängt so ein bisschen runter und dann zack, fällt er dann einfach runter. Also man kann den natürlich dann auch leichter lösen. Aber ich sage auch, ein Fisch, der bei dem Haken wirklich verloren geht, der war auch großteils beim anderen Haken mit Widerhaken verloren gegangen. Ja, ob man jetzt zum Beispiel mit Widerhaken oder ohne Widerhaken fischt, das sage ich immer, das ist dem Angler selbst überlassen. Natürlich, wenn der Angler sagt, ey, ich möchte nicht mit einem Haken fischen, wo kein Widerhaken dran ist, dann ist es ja auch so eure Entscheidung. Da muss man das einfach respektieren und angelt damit. Aber ich kann euch sagen, die Boxen, die ich anbiete, ich habe leider nicht die Möglichkeit, vernünftige Haken habe ich gefunden, die mit Widerhaken sind, sondern ich biete euch einmal, gerade auch zum Beispiel für einen Einstieg, probiert es einfach. Einfach probieren, Haken ohne Widerhaken zu fischen. Und dann, wenn ihr möchtet, es gibt auch bestimmte Teils, so fertige Sets im Angelladen zu kaufen. Oder ihr kauft auch Einzelhaken und klebt dann selber. Dann könnt ihr dann zum Beispiel umsteigen auf einen Haken mit einem Widerhaken und könnt da einmal eure Erfahrung machen. Weil, ja, man sieht es ja oft, es gibt nur bestimmte Hersteller von gerade Tungstenperlen oder auch Haken, wo das wirklich richtiges schönes Zusammenspiel ist, wo die Tungstenperle klein genug ist, aber der Haken damit Widerhaken hat. So, und da, wie gesagt, ist es natürlich dem Angler überlassen. Wenn ihr da damit fischen wollt, dann ist es einfach so, dann respektiere ich das. Und ich fische aber weiterhin ohne Widerhaken, weil jetzt kommt so ein bisschen die Sommerzeit, besser gesagt mit großen Schritten. Und da werde ich vielleicht, also jetzt die erste Zeit kommen die Fische hoch, aber dann, wenn es zu warm wird, gehen sie wieder runter. Das heißt, erstmal wieder mit sehr leichten Tungstenköpfen angeln und dann nachher, wenn sie wieder weiter unten sind, könnt ihr ruhig beruhigt hier 3,5 mm nehmen oder 3,3 mm. Also das ist so 4 mm fische ich kaum
Die größte Größe ist so 3,5 mm, die ich habe. Natürlich muss man sich gerade bei der Angelei auch so ein bisschen reinfuchsen. Ich selber mache es auch immer noch. Ich mache immer noch viele Fehler. Also ich habe das mittlerweile so ein bisschen einfach Revue passieren lassen, habe so gesehen, weil es einfach durch Spoonangeln schlage ich auch immer wieder an. Also man muss einfach wirklich weiterkurbeln und einfach mal reinlaufen lassen. Es ist einfach so, ich bin noch nicht ganz drin. Ich angel ja die ganze Geschichte jetzt so ein bisschen 2,5, 3 Jahre. Und ich mache ja nicht nur das Angeln, sondern ich kann ja auch mit Powerbait angeln. Ich kann mit dem Spiro draußen angeln. Ich habe die letzte Zeit ja auch mit Meerforellenblinker ja angefangen zu angeln. Also mein Repertoire ist relativ breit und ich kann von vielen Sachen, ja, einiges sehr gut. Andere Sachen ist wirklich schon sehr gut. Und andere Sachen, da muss ich, habe ich noch viel Entwicklungspotenzial. Aber es ist egal, wie gut man ist. Man lernt immer dazu und von daher probiere ich nämlich das weiter aus. Werde auch die Farben weiterhin variieren. Ich habe jetzt mittlerweile, kann ich demnächst dreifarbige machen. Da will ich mich erstmal so ein bisschen reintesten. Und habe schon gemerkt, gerade bei den zweifarbigen, es ist wirklich ein Ergebnis, was, ja, was mir auch immer wieder Spaß bringt. Und teilweise kriege ich von euch immer wieder Bilder, so hier, schau mal, auf deine Köder habe ich Fisch gefangen. Und macht natürlich auch riesen Spaß, gerade an der Ultralight-Route. Was ich gemerkt habe, viele angeln nur mit dem Spoon und das Gummiangeln kommt gerade so ein bisschen, ja, dem Powerbait-Angeln sehr nahe. Das heißt, wenn die Fische am Anfang aktiv waren und dann nicht mehr wirklich aktiv hinterherjagen, sondern teilweise passiv irgendwo in der Gegend schwimmen oder einfach irgendwo langdümpeln, mit dem Gummiköder kann man die dann noch mal so ein bisschen dazu bewegen, einmal zuzupacken. Und wenn sie gerade drauf beißen, merken sie, oh, ist was Weiches, das heißt, ich schnapp noch mal hinterher. Also man kann da immer wieder, ja, vernünftige Fische noch mal zusätzlich kriegen. Das heißt, wenn man zum Beispiel mit dem Spoon die verloren hat, kriegt man sie vielleicht nachher noch mal mit dem Gummiköder. Ich hoffe, euch hat das Ganze hier gefallen, so ein bisschen, das Erklärvideo. Ihr könnt mir ja doch mal einfach in den Kommentaren drin lassen, welche Erfahrungen habt ihr denn gemacht? Fischt ihr lieber Haken, wo ein Widerhaken dran ist? Oder fischt ihr auch lieber die Haken zum Beispiel ohne Widerhaken? Weil für mich ist es auch interessant, wie gesagt, ich respektiere von anderen die Entscheidung, wenn der mir sagt, er fischt aus dem und dem Grund den Haken. Aber ich überprüfe auch zum Beispiel, ob meine These richtig stimmt. Kann ich vielleicht was verbessern? Und von daher, lasst es doch gerne als Kommentar da. Wenn ihr Interesse an den Boxen habt, schaut mal einfach Kleinanzeigen Bock auf Forelle, da kriegt ihr alles. Ich habe noch ein paar Spoons da, aber die Gummiköderboxen, die gibt es so für 49 Euro inklusive Versand. Alles so, was auf dem Bild jetzt ist, wie ihr sie da seht, die gibt es so zugesendet. Momentan habe ich sehr viel gemacht. Die Hälfte der Box in Käse und die Hälfte der Box in Bubblegum. Und dadurch seid ihr wirklich, ja, großteils abgedeckt. Also ich habe die meisten Farben, ihr seht es ja auch immer wieder. Einige Farben habe ich da drin, da habe ich mal ein, zwei Fische gefangen. Aber andere Farben, weiß-orange, weiß-chartreuse, liefert immer wieder Fisch. Aber die anderen Farben darf man natürlich nicht vernachlässigen, weil es gibt immer wieder Zeitpunkte, wo sie funktionieren werden. Und da sage ich immer, einfach weiter ausprobieren. Wie immer, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir ein kostenloses Abo da, kommentieren und Like. Und ihr seht mich bei den nächsten Videos. Ciao!